Sports. It's in the game. Und damit hallo und herzlich willkommen zum 11. Kapitel von Breaking Point. Wir sind beim großen Preis von Österreich. Das erste Rennen, nachdem der Rücktritt von Kasper Ackermann öffentlich ist. Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken. Ich versuch's. Okay, also wir haben ein Safety Car. Aiden Jackson ist ausgeschieden. Boah. Was sind denn wir? Sind wir ganz, ganz am Ende. Was ist mit Aiden Jackson passiert? Wahrscheinlich hat er ein Motorproblem. Sonst ist es dort gestanden, wir hatten einen schlechten Start. Aber es ist so weit hinten. Das überrascht mich jetzt. Durch das Safety Car können wir natürlich den Rest des Feldes wieder aufrücken. Okay, also lass uns jetzt am Ende des Feldes sind relativ gut. Gute Arbeit, Kasper. Versuch auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Okay. Okay, unser Ziel ist es, 10. zu werden. Okay, Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Guten Restart, dann können wir vielleicht schon die ersten überholen. Dass ich die Masse bin, was bekommen. Dafür brauchen wir warme Reifen, hinten und vorne. Letztens mal neben der Tiefi. Daneben darf man. Geht weiter. Nein, noch nicht. Aber jetzt. Aber wir dürfen erst ab der Ziellinie überholen. Jetzt überholen. Jetzt überholen. So, Latifi haben wir überholt. Gut, durch die erste Kurve durch und dann im Windschatten von Mazepin. Gehen wir rauf in die Remus-Kurve. Oh, beim ist nicht früh. An Russell vorbei. Jetzt im Windschatten von Mick Schumacher. Aber ui, der Bremser. Nächster Zug ist in Oder. Der an Giovinazzi vorbei will. Ah, hier geht's nicht zum Überholen. Jetzt im Schatten von Giovinazzi. Gehen wir alles in die erste Kurve. Jetzt im Innenschatten von Tsunoda. Gehen wir außen in Kurve 3. Oh, die beiden Ferraris, was machen die? Vielleicht können wir in die vierte Kurve an beiden vorbeiziehen, innen. Jawohl! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Soll ich so leicht vorankommen? Boah, ein schöner Run durch die Bergerkurve.
Und vorbei an deinem Butler. So, jetzt ran an. Sind wir ran an Ricardo. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Jetzt schon überholen. So, jetzt sind wir an Gasly dran. Schaffen wir ihn schon in die Rennbusgruppe hinein. War die vorne Rennen früh. Hat er fast zusammengekracht mit Alonso Norris da vorne. Und schon siebter. Warte, ist er langsam. Ja, aus. Was ist das für ein Move? Wahnsinn! Hier innen! Ich hab vielleicht jetzt schon vorbei Norris, da bleiben wir aber noch bewusst hinten, damit er aus der Rest auf der langen Gerade kommen. Das haben wir, und jetzt sind wir Fünfter. Norris kontert. Boah, was für ein Überschuss. Jetzt hier auf Bayern noch ist. Und jetzt kommen wir ins Ziel auf dem 5. Platz. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte, ganz im Gegensatz zum anderen Aston Martin-Fahrer Aiden Jackson, der nicht mal ins Ziel gekommen ist. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung. Und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Naja, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann ist die Stimmung bei Aston Martin im Moment alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Heute gab es für Sie offensichtlich Höhen und Tiefen, Kaspar. Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Nein, nicht so richtig. Ich glaube, ich habe Gelegenheiten verpasst, besser abzuschneiden. Ich hatte zwar nicht den besten Start, aber als das Safety Car auf die Strecke kam, war es auf einmal ein ganz anderes Rennen. Und das hätte ich besser ausnutzen können. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass Sie nur so gut abgeschnitten haben, weil Sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Ein bisschen Glück hat noch keinem geschadet. Ja, das Safety Car war sehr hilfreich. Ich habe mich mit dem Team beraten und es geschafft, hinterher meine Chancen zu nutzen. Das hat bei dem Ergebnis eine große Rolle gespielt. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Es gibt Leute, die es ihm in letzter Zeit nicht leicht gemacht haben. Aber solche Phasen müssen wir alle hin und wieder durchmachen. Er ist ein talentierter und vielversprechender junger Fahrer. Damit kommt er schon klar. Klasse, das war dann alles. Ja. Super Rennen für uns, für Ackermann, ja, und für Jackson Arts kein gutes Rennen natürlich. Und Brian rufen sein. Brian. Kaspar, hast du kurz Zeit? Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich hier mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist.
Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. Okay, also wir sollen in sein Büro kommen. Unsere Beraterin und Ottmar schreibt uns noch. Und ja, das war's wieder mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.